Und unser Gast aber nun kann die Möbel aus einem speziellen Grund aufbauen. Er kann zaubern und nun sollten wir eintauchen in seine Welt, in die Welt der Magie, in die Welt des Karl Einar Häckner. Hier ist er, aus Schweden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Karl Einar Häckner. And I come from Sweden. But I live in IKEA. Und ich liebe Zauberei. You want to see some magic? Ja, erinnern Sie sich an Uri Geller? Die Gedankenleser? Er könnte nur mit den Gedanken ein normales Löffel nur... Ah! Ja, wie modernere Gedankenleser macht das nicht. Wir nehmen nur eine Coca-Cola und... Ah! Ja, ich bin wirklich gut. Ja, ich habe mitgenommen ein schwedisches Mobiltelefon, aber das hier ist sehr speziell. Oh, oh, guck mal. Hotline. Thank you. It's very funny in Sweden. Magic. Jetzt, meine Damen und Herren, verschwinden Löffel, the disappearing spoon, from Sweden. Oder, als wir sagen in Dänisch, den Bartrollen der Schweden. Ich sage nur, hocke, pocke, 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 pocke. Shit. Noch ein Versuch. Hocke, pocke. Das hier ist gut, ja. Und hier, meine Damen und Herren, verschwinden Blümchen, die kleine Version. Nicht so teuer. Ich sage nur, hocke, pocke, 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 pocke. Nein. Bitte helfen Sie mir. Sagen hocke, pocke, pocke, pocke. Nein, ich sage das. Pocke, pocke, pocke. No, warum? Why? Don't shoot me. I'm the last panda on earth. No, warum habe ich ein Schlachtmesser? Ah! Und jetzt kommt die Finale. Ja. Verschwinden Blümchen, die große Version. Ich mache das verschwinden lassen mit Zauberei. Shit. 1.000 Euro. Thank you.